Teil zu der Aufgabe mit dem Schachtaufzug sind zwei Fragen gestellt. Zunächst soll man berechnen, wie groß diese Gesamtübersetzung ist. Wir haben ja hier ein zweistufiges Getriebe, einerseits durch ein Stirnradgetriebe mit der Zähnezahl Z1 für das Antriebsritzel und Zähnezahl Z2 für das Abtriebsritzel. Und das Abtriebsritzel selbst sitzt dann wieder auf einer Schneckenwelle mit der Zähnezahl Z3, die wiederum dann das Schneckenrad antreibt mit der Zähnezahl Z4. Beschäftigen wir uns also erstmal mit der Gesamtübersetzung I Gesamt. I Gesamt ergibt sich dann ja Zähnezahl Z2 zu Z1. Das wäre die erste Übersetzung mal Zähnezahl 4 zu Zähnezahl 3, das wäre die zweite Getriebestufe. Und wenn wir das mit Zahlenwerten einsetzen, wären das 70 zu 28 mal 90 zu 4. Und das ergibt dann ein Ergebnis von 56,25. Das wäre also die Gesamtübersetzung, die vorhanden ist zwischen Motor und der abtreibenden Welle, also des Schneckenrads, welche ja fest verbunden ist mit der Seiltrommel. Daraus ergibt sich dann auch letztendlich eine Abtriebsdrehzahl N Trommel, die sich errechnet aus N Motor durch I Gesamt. Ja, Motordrehzahl ist angegeben in der Aufgabenstellung mit 2880 Umdrehungen pro Minute, geteilt durch 56,25. Ergibt dann eine Trommeldrehzahl von 51,2 Umdrehungen pro Minute. Die Frage ist ja, wir sollen nachweisen, im Prinzip, ob diese Antriebsleistung, die der Motor besitzt, von 65 kW, ob die ausreichend groß ist. Dazu müssen wir bestimmen, wie groß denn die Leistung sein muss, die an der Seiltrommel herrscht. Beginnen wir damit, das wäre der erste Schritt. Also P-Trommel. Leistung ergibt sich ja aus M mal Omega, also Drehmoment mal Omega. Oder aber, wenn Omega nicht bekannt ist, 2 mal Pi mal N. Also M mal 2 mal Pi mal N. Wichtig ist hier, die richtige Dimension einzusetzen. Hier dürfen wir die Drehzahl dürfen nicht in 1 pro Minute einsetzen, sondern muss in 1 pro Sekunde eingesetzt werden. Das Drehmoment soll mit 5800 Newtonmeter angenommen werden. So ist die Aufgabenstellung. Mal 2 mal Pi mal 51,21 pro Minute und das geteilt durch 60 Sekunden pro Minute, so dass wir die korrekte Einheit haben. Und so erhalten wir dann für das von 31,098 Kilowatt. Beschäftigen wir uns als nächstes damit, welche Leistung denn der Motor einerseits hat und wie viel dadurch durch den Gesamtwirkungsgrad verloren geht bis zur Trommel. Also P effektiv ergibt sich aus P Motor. Entschuldigung. Aus P Motor. Mal den Gesamtwirkungsgrad eta Gesamt und das wiederum ist P Motor mal eta Getriebe mal eta Trommel und mal eta der Schneckenstufe. Mit Zahlen werden versorgt, werden das die 65.000 Watt mal 0,84
mal 0,93 und mal 0,75. Im Taschenrechner eingegeben, ergibt das eine Leistung von 38,08 4 Kilowatt bzw. 38.084 Watt. So, und damit ist die effektive Leistung, die vom Motor über das Getriebe an der Seiltrommel ankommt, größer als die Leistung, die wir benötigen, um eben den Behälter nach oben zu bewegen. Sprich, es ist bewiesen, dass P effektiv, also die Leistung, die durch den Motor ankommt, größer ist als die erforderliche Leistung an der Trommel.